Welcome to Kevin Hollywood. Photographer. Trainer. An artist. You know. Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Kelvin. Herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Interview mit Martin Häusler. So. Falls ihr den ersten Teil verpasst habt, auf jeden Fall nochmal unter dem Video schauen. Irgendwo ist er verlinkt. Wir haben noch einige Fragen und wir haben gedacht, wir machen zwei Teile draus. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von deinen Jobs und vom Beruflichen. Nimm uns doch mal mit in deinen Alltag. Also der wird wahrscheinlich sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wenn du einen Job hast. Aber wenn du jetzt so mal keinen Job hast, nicht auf einer aufwendigen Produktion bist, wann stehst du auf, wann gehst du schlafen, bist du Frühaufsteher, hast du Hobbys, machst du irgendwas? Naja, wenn man das wissen will. Auf jeden Fall. Ja, klar, nee, war Spaß. Es kommt an, wo ich gerade bin, ob ich in Los Angeles bin oder in Deutschland. Also ich bin ja ein Großteil in Los Angeles. Ich versuche mich ja gerade einen Tick zu verändern, habe ich dir erzählt. Also ja, bin immer noch irgendwie, keine Ahnung, 7 Monate drüben im Jahr. Wenn ich in Los Angeles bin, stehe ich sehr früh auf, weil ich natürlich auch in Deutschland und Europa Produktionen mache und auch Ausstellungen und sonstige Geschichten und muss viel telefonieren. Aber wegen der Zeitverschiebung? Kann ich nur, wenn ich morgens um 5:30, 6 Uhr aufstehe, dann mache ich es so und dann bin ich erstmal irgendwie am Arbeiten, 1-2 Stunden. Und dann gehe ich joggen normalerweise und mache meinen Sport. Ja. Ähnlich wie du, das hast du erzählt, also ich muss was tun, wir werden ja nicht jünger. Haha, ich kaschiere mich hier mit einem schönen dicken Mantel, damit man nicht sieht, wie ich zerfallen aussehe. Nein, aber ja, ich arbeite sehr viel so. Ich habe aber auch meine Freizeit ist bei mir so ein Ding. Also ich nehme mir meine Auszeiten. Das geht auch nicht ohne. Also man muss, wenn man viel arbeitet, muss man auch so seine Ruhephasen haben. Hobbys ist auf jeden Fall irgendwie mein Sport. Wenn ich in Europa bin, im Winter kommt es ja der Winter zurück. Irgendwie, ich bin tierisch viel Skifahren und so Sachen. Ja, das ist also mein ganz, ganz wichtiges Ding. Ich habe ein Privatleben. Ich habe eine Freundin. Also ich habe auch Freunde. Was man in diesem Beruf nicht immer haben kann, wenn man viel unterwegs ist. Ja, und andersrum, wenn ich in Deutschland bin, jetzt bin ich gerade hier, dann sitze ich wirklich oft bis nachts um 11 am Telefon oder länger, wenn es dumm läuft. Und gerade wenn ich bin jetzt noch 2 Wochen hier in Europa, dann muss ich nach Los Angeles. Dann haben wir Shootings, dann habe ich hier abends Arbeit. Dann stehe ich aber super spät auf, dann mache ich es entspannt und sitze halt lieber abends nochmal im Büro. Und geht ja nicht anders wegen der Zeitverschiebung. Ja? Ist auch einer der schwierigsten Parts, sag ich mal, von dem Ganzen. Wenn man dann oft hin und her fliegt, also in meinen Hochzeiten waren das 15 Mal im Jahr hin und her, ja, und das ist für den Körper nicht gesund, sich immer wieder in die Zeitzone reinzuknien. Aber das geht nicht anders, wenn man das so machen möchte. Ja? Einer der großen Nachteile, sag ich mal, von sowas. Ich habe vorhin gefragt, ob es irgendwie auch mal so einen Rückschlag gab und ob wir da ganz kurz drüber quatschen können, weil ich finde es immer irgendwie nicht schön, auf keinen Fall, aber irgendwie ist für viele halt so ein Ding, wo sie sagen, bei dem ist es auch mal nicht gut gelaufen, der hat auch mal eins auf die Klappe bekommen oder dem ist auch mal was passiert. Und da hast du gesagt, dass gerade so, dass es schon ein sehr anspruchsvoller Job ist, ne? Gerade was die Gesundheit angeht. Dass du da schon oft sehr an deine Grenzen gegangen bist. Kann man das schon so ein Rückschlag? Ja, hattest du da mal? Ja, also ich bin 45 so. Ich habe damit angefangen vor 25 Jahren. Und wenn man das so macht, was ich jetzt mache, ich bin ja, wie gesagt, in dieser Entertainment-Welt drin. So. Und da ist schon so, also du arbeitest sehr, sehr viel, also rund um die Uhr im Endeffekt. Anders geht es nicht. Heute nicht mehr so schlimm wie früher. Dann hast du noch irgendwelche Reisen. Also ich reise ganz viel, auch wenn ich jetzt hier bin. Ich reise. Ich komme aus der Schweiz gerade. Ich bin jetzt 3 Tage hier und dann bin ich irgendwie in England. Reisen macht Spaß, ist auch schön. Man erlebt viel. Du machst das ja auch, hast du mir erzählt, und mit deinen Workshops. Aber Reisen strengt eigentlich nur an, wenn man das 20 Jahre macht. Also mich strengt es mittlerweile mehr an, als dass es Spaß macht. Und ich habe mal irgendwann, ja, mich gesundheitlich, das ist jetzt schon gute 10 Jahre her, also ich habe wirklich ein echtes Problem bekommen. Damals hatte ich auch noch immer viel gedreht, gefilmt, also große Produktion, viel Verantwortung, auch noch diverse Festangestellte gehabt, viel Verantwortung für Geld auch, ja. Also wenn man Produktion macht und ist nicht nur für ein Fotoshooting, sondern für ein großes Musikvideo, dann schiebt man viel Geld rum, da ist ein Risiko mit im Spiel, Stress, man belastet sich ja Kopf, selbst. Ne? Klar, ist es ja ein Druck, ja. Ist ja. Und da hat es mich mal komplett zerrissen gesundheitlich irgendwie und ich habe ein halbes Jahr Fieber gehabt, die wussten gar nicht, was los ist, ich habe so eine Autoimmungeschichte gekriegt, habe irgendwie 15 Kilo abgenommen, heute bin ich fast auf dem dünnen Gewicht geblieben, aber ja, war schlimm, also mir ging es nicht gut und ich habe dann auch wirklich lange nicht mehr gearbeitet und
habe daraus gelernt, habe dann auch damals gesagt, ich mache keine großen Produktionen mehr, ich möchte fast nur fotografieren, das anders aufrollen. So ist mir auch irgendwie gelungen. Boah, du mehr Sport, mehr andere Dinge irgendwie so. Und das ist schon ein Nachteil von dem Geschäft. Und ich denke mal, wenn man heute die jungen Leute anguckt, die kommen auch zu mir und fragen, wie machst du das, wie geht das irgendwie? Also ich meine jetzt gar nicht das Fotografische, ich meine wirklich so, wie funktioniert so ein Alltag? Ja? Mhm. Wenn man sich in diese, naja, also wenn man jetzt sagt, man will zum Beispiel jetzt auch nach Los Angeles gehen, wo ich ja vorwiegend lebe und arbeite, dann sage ich immer, meine ehrliche Antwort ist, also wenn du das wirklich machen willst, weil du das möchtest, weil das dein Ding ist und deine Leidenschaft, dann mach das auch bitte. Oder wenn du Musiker werden willst und du musst spielen und du brauchst eine Band, weil das dein Herzblut ist, dann tu das. Aber sonst lass es bitte sein und geh schon gar nicht als Fotograf in eine Stadt wie Los Angeles, wenn du irgendwie was anderes vorhast in deinem Leben, weil das wird nicht funktionieren. Es wartet auf dich kein Mensch, also auf mich auch nicht, auch heute nicht. Ich muss nicht immer wieder neu beweisen. Und du hast auch gar keine Chance. Du hast keine Chance in der heutigen Zeit, wenn du nicht wirklich das lebst, was du da machen willst. Ja, und das ist dann der Nachteil von diesem Beruf, dass man eben sehr, sehr viel Einsatz bringen muss. Worüber wir ja auch gesprochen haben ist, ich habe ja gesagt, dass halt gerade in dieser Social-Media-Welt, es gibt heutzutage so viele richtig gute Fotografen, die das noch gar nicht hauptberuflich machen. Also die machen geile Bilder, geiles Licht, kennen sich perfekt aus. Aber dennoch bin ich mir sicher, dass sie natürlich in einem Job, so wie du es machst, oder auch manchmal in einem ganz normalen, kleineren Job, gar nicht überleben könnten, ne? weil es fehlt ja die praktische Erfahrung und so weiter. Und jetzt hast du vorhin genau dazu was Cooles gesagt. Du hast gesagt, Fotografie ist nur ein Viertel davon und ein Dreiviertel, also die reine Fotografie des Lichtsetup. Das ist nur ein Viertel davon. Da kommt noch so viel drumherum, was du lernen musst. Jetzt bist du ja schon 25 Jahre im Geschäft. Ist es für dich schon so ein unique selling point, wo die Leute sagen, oh krass, also wir buchen den Martin, weil die buchen dich ja nicht nur wegen dem Licht, ne? oder wegen den Bildern. Wegen was buchen die dich? Warum sagen die, wir haben da einen, der ist günstiger, aber wir wollen dich. Was denkst du, was ist es? Ja, günstiger sind immer Tausende, das ist auch normal, ist auch in Ordnung. Das Resultat der Arbeit, die Fotos. So. Ja. Oder ich bin auch bekannt für meinen Style mit meinem Licht und so. Okay, das ist sicherlich ein Punkt, warum Leute auf dich aufmerksam werden und auch mit dir arbeiten wollen, natürlich, klar. Und du musst auch das dann delivern, ganz klar. Das ist das, warum du bezahlt wirst. Aber ich sag mal jetzt, gut, bei mir ist es eine lange Zeit. Im Endeffekt buchen die natürlich mich. So, die kaufen bei mir nicht jetzt irgendwie ein Foto ein, die kaufen bei mir angefangen bei einer perfekten Produktion, was für Los Angeles und auch Amerika nicht üblich ist. Also wir funktionieren wie eine Maschine. Der Ablauf, ne? Wie eine Maschine. Wir machen Produktionen so, dass die Leute sich freuen, wie kleine Kinder mit uns einen Tag zu verbringen. So, wir haben, ich suche sogar meine Assistenten raus, je nachdem, mit wem ich arbeite. Ich habe Leute, die nehme ich mit für eine Rockband, ich habe Leute, die nehme ich mit für irgendwie Disney, Teenie-Stars, Schauspieler und so weiter und so fort. Ich weiß genau, ich gucke, ich denke zu wissen, wer passt zu wem. Also sauberes Team haben. Genau, bringt es auf den Punkt. Dann, die Leute sollen Spaß haben, die müssen arbeiten. Ein Fotoshooting, ich war in der Schweiz am letzten Wochenende, da habe ich mit einer Band, mit der ich sehr lange arbeite, seit 20 Jahren fast, wie auch immer, haben wir was Neues probiert. Auf einmal mussten die sich viel mehr bewegen und viel mehr machen als Band und fanden das super anstrengend, dass sie jetzt arbeiten müssen auf einmal. Da war das mal so ein Tag, wo sie gemerkt haben, Mensch, das ist nicht so einfach. Aber im Endeffekt wollten die ja was anderes probieren. Wir haben das auch hinbekommen und trotzdem hatten sie Spaß. So, also sie hatten einen guten Tag. Lass mich mal, dann ist ja schon der dritte Punkt, dass du als Fotograf auch Mumm hast, ne? Dass du halt, du bist ja dafür verantwortlich, dass die Spaß haben. Was draus, ne? Auch, ja. Oder, genau. Ja, und im Endeffekt, aber wenn man es auf einen Satz bringt, ich habe da so einen Satz, warum wirst du gebucht? Weil man delivered in Amerika. Also wenn nicht jemand bucht, dann muss das rauskommen, was man möchte. Das heißt, das muss ein guter Tag sein, der ist angenehm, die wollen mich wieder buchen, weil sie Spaß haben mit mir. Die Fotos müssen Knaller sein, die müssen perfekt sein. Und wenn ich Wetterrisiko habe, muss ich das so abwägen, dass es nicht passiert, dass ich es abblase, verschiebe, wie auch immer. Es ist mein Risiko. Ich werde gebucht, weil ich abliefere. Und mein Foto ist nicht besser, wie das von diesen, was du eben gesagt hast, diesen Jungs, die perfekt fotografieren. Aber ich krieg's hin in der mega Stresssituation vielleicht mit meinem Team und das auf dem Schneeberg. Wir haben vorhin drüber gesprochen im ersten Teil. Genau dieses Foto abzuliefern, immer. Also zu 9%. Also mit einem enormen Druck vielleicht noch außenrum und so weiter. Dafür werde ich bezahlt. Ich werde bezahlt, weil ich garantiere, dass dieses Produkt rauskommt. Das ist ein Produkt.
Und dazu bekommen sie diesen Martin, so eine Marke, so einen Typen, der einfach irgendwie das Geschäft kennt, wo sie wissen, da stimmt das Umfeld. Weil es gibt ja auch, du sprachst vorhin von Stars, Promis, gehen wir nach Los Angeles, da gibt es sehr nervöse Promis, also die wollen irgendwie keine komischen Leute drumherum, die wollen dies nicht, die wollen nicht von den Assistenten vollgelabert werden, also die wollen vieles nicht. Ja? So. Wenn die mich buchen, dann kommt da ein Team, wo sowas definitiv nicht passiert. Da kommen Leute, die haben täglich mit solchen Kunden zu tun. Die wissen auch ganz genau, wie man sich verhält. Die verhalten sich natürlich trotzdem ganz normal. Aber die kennen das Umfeld und auf die kann man mein Team loslassen. So auch, ja? Und das ist ganz wichtig, weil die wollen eben nicht irgendwie, ich habe hier oft Anfragen, in Deutschland kommt eine E-Mail, hey, ich würde gerne assistieren, ich mache das für Umme und ich komme auch mit, aber ich will mal mit zum Shooting von irgendwie dem und dem und dem, darf ich den Koffer tragen? Und dann sage ich immer, ich nehme Leute mit, die arbeiten und ich würde nie einen Touristen mitnehmen ans Set. Also ich nehme das mal Tourist so irgendwie, ja. Und also wir verkaufen Professionalität, Kelvin, ja. Das ist der Hauptpunkt. So, ja. Ja, geil. Jetzt hast du gesagt, als Fotograf muss man auch mutig sein und so weiter. Wie starken Einfluss hast du auf die Bilder? Bist du jemand, der sagt, naja, wenn jemand zu mir kommt und Bilder will, dann mache ich genau das, was er sagt? Oder bist du jemand, der sagt, nee, wenn er zu mir kommt, dann erwartet der andere vielleicht auch, dass er beraten wird, dass ich mich mit einbringe? Also wie sehr kannst du dich als Fotograf mit einbringen in einen Job? Also das Erste, was ich immer mache, ist, ich stelle eine Frage und ich frage immer, was wollt ihr denn machen? So, also das Allerwichtigste für mich ist erstmal zu erfahren, was möchte ein Kunde machen? Ob das jetzt irgendwie John Bon Jovi ist oder ob das jetzt irgendwie eine Werbeagentur ist für eine Kampagne, die ich fotografiere, spielt gar keine Rolle. Je mehr Input kommt, desto mehr freue ich mich, dann muss ich mir keinen Kopf machen. Das ist das Allererste, aber natürlich buchen die mich ja für meine Ideen auch und meinen Style. Und es ist schon so, dass ich heute, ja, 80% der Dinge, die wir fotografieren, die ich mache, kommen dann aus meiner Kreativität heraus. Also meistens kommt ein Input und die wollen, dass ich irgendwas draus mache in meinem Style. Also von der Idee, ob jetzt irgendwie da einer unter der Dusche steht, bis hin zum Look, zum Licht natürlich. Oder wo wir überhaupt fotografieren, die Location, was machen wir überhaupt? Oder sitzt da der Schauspieler da oder muss der sich bewegen, macht der Action, läuft er die Straße runter, keine Ahnung, spielt keine Rolle. Früher habe ich das als sehr angenehm empfunden. Also ich fand es irgendwann mal toll, als die Leute zu mir kamen, das hat sich mal irgendwann gedreht. Irgendwie so Ende der 90er, da hatte ich dann so einen Haufen berühmte Leute fotografiert und gedreht und gemacht und getan. Und da war ich ganz stolz, dass die Leute auf einmal meinen Style wollen und mein Ding. Irgendwann habe ich dann gelernt, dass ich das scheiß anstrengend, weil dann musst du immer was Neues bringen. Ja? Also es ist einfacher, wenn jemand zu dir kommt. Mein Tipp, erstmal zuhören, was jemand möchte. Ich sage aber auch nein, das mache ich bestimmt 2-3 Mal im Jahr, wenn jemand zu mir kommt und möchte, dass ich einen ganz anderen Stil fotografiere, das gibt's. Also es kommt jemand zu mir und sagt... Das ist wichtig, dass du das jetzt hier ansprichst. Ja, ja. Also die kommen zu mir und sagen, also es ist ein Kunde oder ein Musiker, der mit mir schon einige Shootings gemacht hat und der kennt mich und der will halt mit mir arbeiten, weil er auch weiß, irgendwie der Martin ist ein cooler Typ irgendwie oder so und bei dem funktioniert das und dann kommt der, aber wir wollen was ganz anderes machen. Dann zeigen die mir Fotos. Ich habe es vor kurzem gerade wieder gehabt, kommt eine E-Mail mit Bildern von einem anderen Fotografen und also was völlig anderes. Ich könnte das vielleicht fotografieren, aber da wäre ich nicht so gut wie der andere. Und dann habe ich die Frage gestellt, ja, wieso bucht der nicht den? Also würde ich auch nicht machen, weil ich einen gewissen Bandbreite habe ich, die muss man haben, die hast du als Fotograf auch so und da kann ich mich bewegen und da bin ich gut, aber da vorne, da kann ich nicht hin. Also wenn ich da hingehe, verbiege ich mich und da bin ich schlecht und dann sage ich nein. Das sagst du dann nein? Ja, aber auch wenn es Geld flöten geht? Genau, aber ich sage nicht nein aus künstlerischem Ego, oh, das mache ich nicht, einfach weil es mir gar keinen Spaß machen würde, wirklich. Ja, also ich habe schon, auch guter Punkt, ich habe schon ganz oft nein gesagt, the power of no. Also ich habe in meinem Leben naja, ist nicht so oft nein wie ja gesagt. Ich muss auch Geld verdienen und hatte auch finanziell sehr dünne Zeiten irgendwie. Aber ich sage auch heute immer noch nein. Einfach, weil man muss auch so aus künstlerischem Aspekt nein, aus dem Aspekt nein, dass man sagt, ey, also ich habe, ja, im Moment, ich koste halt, was ich koste. Und wenn ihr euch das nicht leisten könnt, wir können drüber reden, aber hier ist eine Grenze und Schluss, dann machen wir es nicht. Und das kann ich auch jedem jungen Menschen mitgeben, der sowas machen möchte. Ihr müsst, wenn ihr was könnt und ihr wisst, dass das eine Qualität hat, was kostet Kreativität? Die kostet das, was du im Endeffekt dafür verlangst. Das war noch nie anders, das ist heute nicht anders. So, und dafür musst du dich natürlich verpacken und verkaufen können. Das kannst du sehr gut in dem, was du machst. Wir sprachen vorhin darüber. Ich mache das, glaube ich, in meiner Art auch ganz gut. Aber wenn du den Preis nicht bestimmst, dann bist du nichts wert, gar nichts wert. Ja, ja, das ist der Wahnsinn, was da alles an Infos rausgehauen wird, Freunde. Also das ist für mich, ich freue mich jetzt gerade selbst, dieses Video später nochmal anzuschauen, weil ich jetzt gar nicht so aufsaugen kann. Hammer. Also erstmal bis dahin schon mal vielen Dank. Jetzt ist es so, dass da draußen
natürlich viele unterwegs sind, Social Media. Und ich bin ja einer, der sagt, Social Media ist wichtig und so weiter. Allerdings bin ich auch Coach und Trainer. Und ich sage immer zu den Leuten, ich soll die also gerade als Fotograf zählt ja das Offline. Jetzt weiß ich, dass du ja mit Social Media zwar schon aktiv bist, aber jetzt nicht so überwiegend auf Social Media fixiert. Und deswegen würde mich jetzt mal deine Meinung interessieren, wie du Social Media nutzt. Was für eine Bedeutung hat es für dich? Wir haben ja auch einen gemeinsamen Bekannten, der Tommy, der jetzt von Social Media eigentlich gar nichts macht. So immer wieder ab und zu mal. Tommy Mado, bekannter Fotograf hier aus Mannheim, gemeinsamer Freund. Der Tommy hat dich, glaube ich, mal verabschiedet. Tommy sagt mir irgendwann, er hat seinen Facebook-Account gelöscht, das weiß ich noch, das hat er mir erzählt. Dann bin ich in sein Studio reingelaufen und meinte, er hat meinen Account gelöscht, weil ich habe die Schnauze voll, dass irgendwelche Leute an mir an der Tür klingeln. Das war so. Also Tommy, wenn das nicht so war, dann tut mir es leid, aber das hast du mir damals erzählt. Da bei dir sind Leute im Studio aufgetaucht, die du gar nicht wolltest. Du hast dir eine Kamera installiert, damit du siehst, wer da vor der Türe stand. Den hat es genervt. Das ist geil. Wie weit das jetzt heute ist, weiß ich nicht mehr. Das ist ein paar Jahre her. Aber naja, für meinen Part, ich mache da ja schon ein bisschen was. Also du hast es ja wahrscheinlich hast dir angeschaut, klar. Wir haben uns auch so irgendwie kennengelernt, über drei Ecken, das hast mich angeschrieben. Ich mache da relativ wenig. Aus ersten Grund, weil ich gar nicht mehr Zeit habe, mich mit zu beschäftigen. Ich könnte mir Zeit nehmen natürlich, aber ich denke, ich nehme mir schon Zeit für sowas. Ich promote da ein paar Sachen. Für mich ist Social Media jetzt aber kein Geschäftsfeld. Also ich habe einen Online-Store, verkaufe Drucke. Die Leute, die bei mir Prints kaufen oder teure Sachen kaufen, die lernen mich nicht über Social Media kennen. Also das habe ich, also seltenst, passiert auch mal, aber das ist das Wenigste. Also ich glaube, ich könnte das vielleicht besser bearbeiten und sollte es vielleicht auch tun. Ich bin vielleicht auch nicht der Begabteste darin, aber meine Geschäfte, die passieren eben in der, ich sag mal, in der realen Welt so und in meinem Netzwerk, was auch online ist natürlich, sehr viel online, aber was doch durch persönliche Meetings passiert und durch die Szene, Musik, Unterhaltungsszene, in der ich tätig bin. Ich bin noch nie gebucht worden über irgendeine Online-Geschichte sowas. Ja? Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob das gut ist oder ob es eher ausbaufähig wäre, aber für mich, für meinen Part, Kelvin, passt das, weil ich habe keine Zeit, da viel mehr zu machen. Für mich ist es jetzt enorm wichtig, dass du das auch mal kommunizierst, weil ich eben einer bin, der Social Media immer sagt, es ist wichtig. Allerdings sage ich auch immer wieder dazu, gerade als Fotograf bringt es nichts, wenn du jetzt in andere Fotografengruppen reingehst, um dort deine Bilder zu posten, weil das ist ja nicht deine Zielgruppe. Du wirst ja nicht von einem Fotografen gebucht. Nee. Und das ist halt etwas, was für mich überhaupt keinen Sinn macht. Ich sage immer, Social Media ist einfach eine Möglichkeit, die du hast, um deinen Namen zu verbreiten. Aber schaut auch immer, dass aus Online und Offline wird. Und gerade wenn du als Fotograf durchstarten willst, also die fotografischen Jobs, die ich bekomme, sind auch zu 90% kommen die halt so, ne? Weil du wirst halt gefunden, Mundpropaganda. Also die wenigsten kommen bei mir da auch online. Online ist halt einfach eine schöne Möglichkeit, seinen Namen noch ein bisschen zu streuen, gerade dann, wenn man Produkte hat oder mal eine Ausstellung und so weiter. Dann ist das natürlich, ist ja auch ein minimaler Aufwand. Ne? Es ist ein Teil, wenn man jetzt mal rein wirklich marketingmäßig redet, es ist ein Teil, wie man seine Marke pushen kann. Und das nutze ich schon in irgendeiner Form oder wenn ich Ausstellungen habe. Oder meine Partner oder meine Künstler, also mich promoten dann immer wieder mal meine Künstler, irgendwelche Stars. Und das ist natürlich immer sehr relevant dann, ja, kommen neu, finden dich Leute auf einmal, weil irgendwie, wenn da irgendwie der und der dich da teilt, postet. Und das ist irgendwie, ich habe das gerade letzte Woche gehabt, ich habe einen Schauspieler in Los Angeles fotografiert, der ist es nicht so groß bekannt, das ist ein Schauspieler und Regisseur. Und der macht aber eine coole Serie, also der macht so eine Serie Supernatural, weiß nicht, wie kennst du, läuft auf Pro7, ja, und der Richard, der hat da mitgespielt viel, jetzt ist er Regisseur mittlerweile, aber in Amerika ist er irgendwie bekannter und ich war ganz überrascht irgendwie, ich habe da ein Bild gepostet, weil ich das Foto gerade einfach geil fand und der hat es dann geteilt, auf einmal ging da die Post ab irgendwie so, ja, und das ist natürlich cool so, aber es ist eher für mich ein Teil der Markenbildung und du hast noch was anderes erwähnt, ich würde mich nie, du sagst ja, poste was, wo andere Fotografen sind, also ich kümmere mich zum Beispiel, habe ich noch nie, ich kümmere mich nicht um andere Fotografen. So, es interessiert mich auch wenig, was die machen. Ich schaue da schon mal drauf, irgendwie so. Deswegen kenne ich auch nicht so viele, aber ich kümmere mich lieber um meine eigene Arbeit, wie ich das so mache. Und schaue mir andere Dinge an. So, wie du ja auch, du liest Bücher, wahrscheinlich nicht nur über Fotografie. Ich gucke mir Dinge an, von denen ich nichts weiß. So, das ist meine Welt. Vielleicht bin ich da ein bisschen altbacken und die ganzen Online-Kids von heute,
denken, die hören ihren Vater reden, aber so ist meine Welt. Ja. Nein, Martin, das ist wichtig, weil es gibt halt viele, und da will ich immer ein bisschen sensibilisieren. Stellt euch einfach vor, wenn Facebook mal weg ist, ne, dann muss es ja auch weitergehen. So, oder wenn das Ganze online weg ist, dann muss es auch weitergehen, gerade als Fotograf. Und deswegen ist ganz cool, wenn man da mal jemand hört, der sagt, mit Social Media mache ich so ein bisschen was, aber mehr halt offline. Der Berufsfotograf, also ist ganz klar, da draußen wollen noch ganz viele Fotograf werden. Es werden jetzt auch viele Zuschauer, die wahrscheinlich gerade eine Ausbildung machen zum Fotografen. Gerade auch junge Leute, aber auch mit Sicherheit ein paar reifere Leute. Lohnt sich das noch, der Berufsfotograf? Ist es jetzt ein Feld, wo du sagst, beziehungsweise was wären denn so deine Tipps, wenn jetzt jemand Fotograf werden will? Gibt es so irgendwas, wo du sagst, pass mal auf, mach das, aber schau, dass du dich da und da drum kümmerst, vernachlässige das nicht. Gibt es da so ein paar Gedanken, die du jetzt nach so vielen Jahren raushauen kannst? Also ich denke, dass der Beruf Fotograf, der ist natürlich sehr vielseitig. Es gibt ja von Fotografen wie mich, die irgendwie da rumschwirren und solche Shootings machen. Es gibt Fotografen um die Ecke, die irgendwie ein Fotostudio betreiben, ja, in Deutschland. So, also ich denke, der Fotografenberuf wird nicht einfacher. Einfach, weil der Zugang sehr einfach ist. Das finde ich jetzt aber kein Nachteil. Ich finde es sehr gut, dass die Leute relativ einfach ihre Kreativität zeigen können. Ich glaube, dass nicht jetzt, aber die nächsten Jahre, dass es noch ein viel engeres Feld wird, damit Geld zu verdienen. Also diese Spitze des Eisbergs wird immer kleiner werden. Ja? Mhm. Wenn man da irgendwie reingespült wurde, wie ich, sage ich mal, und das funktioniert und ich lebe davon eigentlich sehr gut, dann hat man vielleicht viel dafür getan in den letzten 20 Jahren und hat auch Glück gehabt oder ist auch vielleicht begabt in irgendeiner Form. Ich würde den Beruf heute absolut nicht mehr ergreifen. Ich liebe meinen Beruf, das darf man nicht falsch verstehen. Ja? Aber ich würde heute, wenn ich fotografieren möchte, dann würde ich wirklich schauen, dass ich dieses ganze Gebiet bearbeite. So. Also wenn ich heute Fotograf werden wollte und hätte nicht die Möglichkeiten, wie jetzt bei mir, dass ich teilweise echt viel, viel Geld bekomme für irgendwelche Fotoshootings, dann würde ich wahrscheinlich das, was ich auch schon gemacht habe eigentlich. Ich meine, ich habe ja gefilmt, ich habe als Fotograf gearbeitet, ich habe als Creative Director, ich habe Bücher der Rolling Stones betreut, ich habe jetzt gerade, ich komme aus Hamburg, ich habe irgendwie mit Peter Maffay in Tabaluga gearbeitet und nicht nur fotografiert, also ich habe alles Mögliche schon getan. Ja? Und ich werde auch für dieses Wissen oft gebucht noch irgendwie im Gesamt. Ich würde schauen, dass ich eben dieses Gesamtumfeld, ja, ob das Film, Foto, bis hin zu Design, also diese ganzen Sachen, die man heute ja von so einem kreativen Medienschaffenden, so nenne ich es jetzt mal in Deutschland, ja, erwartet. Ich glaube, das verschmilzt noch viel mehr. Du bist Fotograf, du machst aber Coachings, du hast auch so deine Bandbreite, ja, und ich glaube, da geht die Reise hin, ja, und ich glaube auch, dass ich werde in 10 Jahren, also wahrscheinlich, weil ich nicht mehr will, wahrscheinlich nicht mehr als Fotograf arbeiten, also nicht mehr so schwerpunktmäßig, weil ich wahrscheinlich irgendwie komme ich dann ins Theater und für Regie, für Theaterstücke, weil ich das gut finde. Keine Ahnung, aber ich habe vor 20 Jahren nicht das Gleiche gemacht wie heute. Ich habe mich alle 5 Jahre neu erfunden in irgendeiner Form. Das hast du vorhin übrigens auch super gesagt. Du hast gesagt, mit der Zeit gehen. Du hast gesagt, man muss mit der Zeit gehen, weil da, wo du angefangen hast, da war noch alles viel anders und ist der Wahnsinn, wie sich jetzt entwickelt hat. Ja. Und das fand ich auch einen wertvollen Tipp, dass man da immer eben zeitgemäß ist. Und ja, und man muss, was die Leute, die jetzt da draußen sitzen, die wollen Fotograf werden, man muss eins wissen, diesen Beruf Fotograf, wie ich ihn ausübe, jetzt noch am besten ja in Hollywood und hier und da und noch mit irgendwelchen Prominenten und Stars, das gibt es. Ich bin irgendwie da drin, das funktioniert. Aber das ist etwas, was aus meiner Sicht realistisch nicht, das sollte nie ein Ziel sein. So, es war auch nie mein Ziel übrigens, war nie mein Ziel. Ein wichtiger Punkt. War nie mein Ziel. Ich wollte immer tolle Sachen machen, kreativ sein. Ich wollte filmen, ich wollte das machen, ich wollte fotografieren. Das war der Hauptantrieb. So, das ganze andere kam drumherum mit. Und nochmal, ich glaube, dass ich in 10 Jahren vielleicht noch fotografiere oder bestimmt noch fotografiere, aber vielleicht mache ich dann nur eigene Projekte hier. Ich habe so gerade ein Buchprojekt gemacht, also vielleicht lasse ich mich gar nicht mehr buchen. Vielleicht mache ich was ganz anderes. Oder, es klingelt irgendein Wecker hier. Ja, das ist Moment, das ist mein Wecker. Sehr professionell, Leute. Ups, bin verkabelt. Moment. Das ist kein Telefon, das ist nämlich aus. Das ist ein Wecker, da klingelt trotzdem. Warte mal. Das schneiden wir professionell raus. Ja, lass mal drin. Also, das war mein Handy, aber nicht das Telefon, so schlau war ich, das war mein Wecker. Mehr freie Projekte, hast du gesagt. Ja, vielleicht. Also auf jeden Fall, wichtig ist, ich mache 25 Jahre und ich habe mich sehr oft verändert. Ich kriege Anrufe von ehemaligen Kollegen aus Deutschland, gerade vor kurzem wieder aus München. Ja, da geht nichts mehr und mit den Leuten habe ich vor 20 Jahren gearbeitet. Die machen das Gleiche wie heute. So, forget it. Du veränderst dich, ich verändere mich. Ich habe gerade so ein Fernsehprojekt eben nochmal da offline angesprochen. Ich mache ganz andere Dinge, keine Ahnung, wo ich lande.
Wie gesagt, ich werde der Fotografie treu bleiben und vielleicht mache ich nur noch Ausstellungen oder nur noch dies, keine Ahnung. Aber es ist, ich weiß heute, dass ich in 5 Jahren nicht das tue, was ich heute mache. Geile Einstellung. Und du, das geht, so ist das Leben einfach, ja. Bei mir rennst du damit offene Türen ein. Ne? Ich habe als Photoshopper begonnen, wurde dann mehr und mehr Fotograf und jetzt ist so eine Phase Business Coach, ne? Und die Leute sagen halt auch, sag mal, was machst du? Ja, ich lass mich treiben, ne? Also ja. was ich eben toll rausgehört habe bei dir war, du hast nicht gesagt, du wolltest Berufsfotograf werden oder die Stars fotografieren. Du hast gesagt, du wolltest einfach nur fotografieren, du wolltest einfach nur filmen, der Leidenschaft quasi nachgehen und der Rest kam auf einmal. Und so mache ich es genauso. Also ich lass mich auch treiben, habe mich jetzt in die Business-Schiene entwickelt. Es läuft, es funktioniert, weil dir mehr Herz drin steckt. Und wer weiß, ne? Vielleicht bin ich ja irgendwann mal Zauberer oder du weißt ja nie, welche Türen sich da gerade öffnen. Na, sagen wir mal so, wir werden sicherlich alle Privatiers und arbeiten gar nichts mehr. Du gehst auf die Domrep, ich gehe nach Kuba, wo ich oft bin und da haben wir unsere Ruhe. Aber so läuft das Leben leider nicht. Ja? Also. Bevor wir zu deinem Buch kommen, was ich auf jeden Fall nochmal promoten möchte hier. Ich glaube, die Frage hast du vorhin gar nicht gesehen. Und zwar geht es um deine Kappe. Meine Kappe? Oder dass du generell immer eine Kappe trägst und bei Shootings trägst du, glaube ich, abgeschnittene Fingerhandschuhe. Ach Gott, ja. Aber das habe ich schon öfter gesehen. Also ich bin ja leidenschaftlicher Kappenträger. Ich habe ja... Also ich trage eine Kappe, ich habe meine Haare rasiert, aber die sind noch da. Also ich habe zwar dünnes Haar, aber manchmal lasse ich sogar wachsen. Ich trage immer eine Kappe. Warum? Frag mich was Besseres, keine Ahnung. Ich trage Kappen, ich habe bestimmt 40 Kappen. Ich trage diese Kappe sehr oft. Ich wurde gerade angesprochen, warum ich diese Kappe wieder trage. Ja, sind Unterschriften drauf, sehe ich. Ja, ne? Weil die habe ich irgendwie, wir sprachen vorhin drüber, ich habe mal so einen Workshop gemacht in San Diego, was ich selten mache, und da haben meine Schüler eine Überraschungsparty. Das war alles Profifotografen. Also es war kein Workshop für irgendjemand, es waren alles Profifotografen. So. Und die haben mich da vor 2 Jahren gebucht für so eine Masterclass, eine Woche. Viel Arbeit, aber viel Spaß. Und irgendwann gab es eine Überraschungsparty am Schluss beim Mexikaner. Und da haben die mir eine Kappe geschenkt mit San Diego. Die passt sehr gut, deswegen trage ich die. Die Unterschriften kann man kaum noch sehen. Aber jetzt gibt es so die Handschuhe. Ja, und die Handschuhe, ich wurde schon mal gefragt. Mich hat mal einer angemeldet. Also ich habe wirklich immer Handschuhe an, so abgeschnitten. Ne? Und die habe ich jetzt ganz krass, man sieht es nicht. Ich habe die nicht an, weil die Kamera besser hebt oder irgend so ein Scheiß. Nein, Leute, ich habe keine gute Haut. Ich habe Psoriasis, nennt man das, Schuppenflechte. Meine Haut ist sehr empfindlich so. Und wenn ich irgendwie C-Stance und Stative schraube, dann reißt die komplette Haut auf. Ah, deswegen. Und ich habe gedacht, modisch irgendwie. Null modisch, wenn es cool aussieht, freue ich mich. Nee, es sieht echt cool aus. Ich habe gedacht, der MacGrip oder so. Ich habe so, hat man. Und ich habe ja so Mittelformatkameras, die echt Gewicht haben. Da freut man sich. Aber ich habe so kaputte Haut, dass ich ohne Handschuhe, nicht von der Kamera, aber von den Stativen, von den Kisten. Also, jetzt haben wir das Geheimnis gelüftet. Wunderbar so. Mich hat vor kurzem jemand angemeldet, warum ich Handschuhe trage. Gleiche Antwort bekommen. Geil. Du hast jetzt hier ein Megabuch. Ich hoffe, ich kriege das jetzt einigermaßen raus hier. Das kommt demnächst in deinen Store, ne? Und das will ich hier nochmal ganz klar promoten. Ich bin ein großer Fan von Bildbändern. Also ich habe drüben ein ganzes Regal voll von ganz vielen verschiedenen Bildbändern. Ich finde es mega inspirierend und alter Schwede, ne? Also da hast du dir, das ist jetzt ein Prototyp, ne? Der ist nicht voll fertig, aber den gibt es dann bei dir demnächst im Store. Erzähl uns mal, Kuba, was für Motive findet man da drin? Ja, also das ist eigentlich das Cover von dem Buch, das heißt Cuban Beauty. Die Geschichte ganz kurz, was habe ich mit Kuba zu tun? Ich fotografiere jedes Jahr, seit ganz langer Zeit, mache ich Auftragsproduktionen meistens in Havanna oder auch auf Kuba verteilt und ich habe in Amerika bis vor 2 Jahren eigentlich nicht mal erwähnen dürfen, können, wollen, sollen, dass ich in Kuba arbeite, weil das war echt ein Problem. Und das hat sich zum Glück verändert und ich habe sofort, als das Ganze passiert war, überlegt, ich mache da irgendwas für mich, keine Kundenaufträge. Also ich fotografiere da ganz viele alte Musiker, früher Buena Vista Social Club, also tolle Sachen. Aber ich wollte das Kuba zeigen, wie ich es kenne. Und das Kuba, was ich kennengelernt habe, ist nicht alte Musiker auf der Straße und nur Armut, sondern sind ganz viele kreative junge Menschen. Fotografen, Filmemacher, Stylisten, Designer, Klamottendesigner. Die Hälfte der Klamotten haben wir gemacht, die da drin zu sehen sind. Das hat die Celia gemacht. Das ist eine ganz bekannte, da drüben, also die beste bekannte Filmstylistin, die macht. Ich habe kubanische Models kennengelernt, viele bei meinen Produktionen. Supermodels. Leider von dem Buch, jetzt muss man sagen, ist die Hälfte der Models jetzt schon in Amerika. Also die gehen natürlich alle, weil die jetzt rauskommen und die haben natürlich ein besseres Leben woanders. Es sind alles Kubanerinnen. Ich habe Castings gemacht in Havanna, in der einzigen seriösen Castingagentur. Wenn du die sehen würdest, Calvin, würdest du aufstehen und gehen. wir haben es auch gedreht. Vielleicht gibt es mal irgendwann online zu sehen, wenn wir Zeit haben zum Schneiden.
Und Martin sucht einen Cutter, ja, einen Studenten, wer, junger Student, der ein bisschen Geld verdienen will. Nee, ohne Witz. Wer Lust hat, irgendwie hier, glaube ich, 15 Folgen Cuban Beauty zu schneiden, bitte bei mir melden. Ja, Kevin leitet weiter. Da meldet sich jetzt jemand. Also du kriegst jetzt Anfragen. Da bin ich habe ganz Cutter, sicher. Aber wir haben Terabytes voll Daten. Aber das ist gar kein Problem. Ich muss das irgendwann mal verarbeiten. Spätestens, wenn das Buch auf den Markt kommt. Also junger Student hier und... denk dran, ne? Das sind erstmal zum Teil freie Projekte, aber das Buch, das wird man dann später bei dir schon im wird es im Handel geben, es hat einen Verlag, es wird es bei mir im Store geben. Wir haben auch eine Mailingliste, vielleicht kannst du die posten, wo man quasi, ja, wenn man sich da jetzt einträgt, bekommt man eine Nachricht, wann es das Buch gibt und ob es auch günstiger gibt über den Store. Und müssen wir einblenden später, ne? Nicht, dass wir es vergessen hier. Genau, George, und der unseren Schnitt macht hier. Und nochmal, George, hast du nicht Lust, Cuban Beauty 15 Folgen zu schneiden irgendwie? Ich bin sicher, du hast Spaß. Nee, pass auf, Spaß. Es ist meine Sicht von Kuba. Und das, pass auf, nur eine kurze Story dazu. Ich zeige nicht das arme Kuba, ich zeige auch ganz viel kaputte Sachen da drin. Also ich zeige auch irgendwie zerfallene, alte Kinos. Aber ich habe das Kuba inszeniert, was ich kenne. Und das sind kreative junge Menschen. Ja? Und ich habe kubanische Themen genommen. Das ist irgendwie Leidenschaft, Religion. Es gibt irgendwie wir haben eine Voodoo-Priesterin geschaffen. Ja? Und die hat ein Kleid an, das besteht aus alten Tonbändern. Das haben wir gehäkelt. Weil alles, was wir gemacht haben, ist irgendwie aus Kuba entstanden. Das muss ich jetzt mal kurz zeigen. Ich glaube, das ist hier drin. Es sind noch nicht alle Fotos drin. Ich habe hier meine Miss Kuba geschaffen. Ich bin ja Hollywood-Mensch und habe... mein Pendant zu Miss America geschaffen, das ist dann eben Miss Cuba. Die habe ich dann natürlich dann nicht irgendwie in der Altstadt Havanna, die habe ich auf einem kaputten Wolkenkratzer fotografiert. Das war schon in Havanna gewesen, aber da ist eben Miss Cuba, ja, sozusagen. Also das sind ja alte Filmscheinwerfer, das sind in alten Filmstudios in Havanna, die sind seit 50 Jahren zu. Wir haben natürlich Gott in die Welt bestochen, mein Produzent da drüben. Das sind russische Filmscheinwerfer aus den 30er Jahren. Es ist kein Witz, die waren eingestaubt und da haben wir eben drin fotografiert, ja. Und das ist wirklich ein freies Projekt, also von der Idee bis zum Konzept, da ist auch kein Promi drin. Ist ein toller Bildband. Sehr, sehr, es wird Ausstellungen geben, eine in Havanna, eine in Berlin und eine in Los Angeles. So ist momentan der Plan, nächstes Jahr. Keine in Heidelberg. Vielleicht sogar in Heidelberg, aber erstmal nicht, nee. Ich brauche dann die weltstädtische Prominenz, ja. Und so, ja. Ich wurde gefragt vor kurzem auf der Fotokina, als ich das präsentiert hatte, so ein Buch irgendwie und hat man einen Verlag und überhaupt. Aber Leute, wenn ihr sowas machen wollt, müsst ihr viel Geld ausgeben. Nicht für den Verlag. Ihr müsst viel, viel Zeit und Geld investieren für eine Produktion, für sowas, ja. Das werde ich auch wieder irgendwie einspielen, aber ich habe das gemacht für mich und nicht irgendwie, um es damit Geld zu verdienen. Ja, aber ein ganz interessantes Projekt, denke ich mal. Ja. War wieder viel, viel Input. Denkt dran zu kommentieren, einfach Giveaway drunter schreiben. Da gibt es dann nämlich hier so ein kleines Giveaway-Package mit einigen Bildern von Martin drin. Und ihr habt es gesehen, Martin ist ein ganz spannender Typ. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch jetzt zuschauen und von Martin noch nichts mitbekommen haben, weil man eben überwiegend vielleicht auf YouTube oder Facebook unterwegs ist. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, Martin im Auge zu behalten. Martin, wir bleiben in Kontakt. Mich würde es natürlich freuen, wenn sich immer mehr nach Heidelberg zieht. Ne? Aber es war schon mal sehr, sehr geil. Du hast jetzt wirklich extrem viel Content rausgehauen. Und ich weiß, das sehr zu schätzen, weil, wie gesagt, da steckt so viel Erfahrung drin. Und dann kriegt es auch eine ganz andere Wertigkeit, wenn du das mal sagst. Also nochmal vielen, vielen Dank, dass du mit am Start warst. Danke für die Einladung. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Und so wie du erzählt hast, ist es ja echt interessant, wenn einer wie ich mich da hinsetze. Mega. Und von meiner Realität erzähle. Ich meine, das ist auch nur mein Ding, aber ja, wenn es euch interessiert hat, freue ich mich sehr. Ja, danke, dass ihr dabei wart und ich würde sagen, bis bald.